Was die Leute doch hauptsächlich verunsichert, ist doch einfach, dass sie spüren, die Regierung hat keinen Plan, wo es hingeht. Also die meisten machen sich doch einfach Sorgen, wohin steuert unser Land? Weil sie spüren, Deutschland steigt ab wirtschaftlich und zwar ganz massiv. Es funktionieren ganz viele Dinge nicht mehr. Ich meine, wir haben jetzt diesen PISA-Test. Das deutsche Bildungssystem ist in einem ziemlich desolaten Zustand. Wir haben die Situation, Kassenpatienten warten Monate auf einen Facharzttermin. Die Bahn ist nie pünktlich. Also es sind ja ganz elementare Dinge, 700.000 Wohnungen fehlen. Und die Regierung hat schon jetzt vor diesem Urteil überhaupt keine Strategie dafür gehabt. Jetzt kommt dieses Urteil, dann ist natürlich die Unsicherheit noch mal größer. Ich teile das ja, dass die Schuldenbremse in der jetzigen Form keine kluge Regel ist. Weil ich finde, und das machen auch die Länder, die erfolgreich sind, natürlich muss man Investitionen anders behandeln als Konsumausgaben.